Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl. Weiter jetzt mit der Supra-Bomben-Fabrik. Da, wo die Supra-Bomben vom uralten Minister hergestellt werden. Oh nein, nein. Jetzt gibt's wieder Fails. Fabrik und dann noch diese Idioten hier. Als ob ich die spielen könnte. Mann, ich hasse. Ich will Didi. Ich will Didi. Ich will Donkey Kong. Ich will Peach. Ich will Fox. Ich will Falco. Ich will Snake, aber nicht diese Idioten hier. Und wieder die Robs, die fisst mich so. Nein, nein. Och Mensch, muss das denn sein? Na, wenigstens Fächer. Overpoweredes Item ever. Was bist du denn du? Du fisst Fächer am besten. Du bist doch so voll, Troll. Du hast gar keine Ahnung. Guckt euch das mal an. Was die, die Gegner können sich draußen nicht mehr befreien. Darum ist der Fächer das beste Item. Immer. Nicht nur in der Story. Ah! Norfair! Lieblings-Soundtrack von Metroid. Wenn ich das privat so mit meinen geilen Soundstühlen, ich habe so Soundstühle, ne? Ich schließe so an. Dann hast du richtig jetzt Sound so im Rücken. Richtig geil. Und man zieht, macht dann bebt die ganze Bude. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Bei Norfair, weil das macht so dum 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 pum 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 so richtig laut. Der, also der Bass, der hat dann schon in sie, also es ist besser als eine Massage beim Masseur. Also weil dann hat man echt die Bässe im Rücken, weil das geht so ab, ey. Das ist so geil. Bei Norfair, ich liebe diesen Sound. Den habe ich auch ganz oft benutzt bei meinen eigenen Stages. Die ich euch teilweise beziehungsweise immer stückeweise auch zeigen werde. Wenn das Let's Play zu Ende ist. Also Smash Bros. Wird nie aufhören. Also wird natürlich nicht mehr so oft dann vorkommen, ist klar. Nur am Wochenende dann mal so ein paar Stages, wo ich auch dann was zu den aktuellen Videos oder Infos erzähle, was sogar so auf dem Herzen liegt oder sowas. Sowas können wir daraus machen. Und why the hell, Mann, ich kann mit Samus noch nicht spielen. Mann. Ja, Mann, wir hört's ja mal auf. Ich will ja Norfair, bei Norfair ging ich wenigstens ganz gut ab mit Samus für meine Verhältnisse. Du Assi, du scheiß Raketenwerfer, Spasti. Down. Tschüss, Mann. Was? Der schleudert die zurück. Der schliedert die zurück, ja, ist klar. Ist klar, Murat. Kavuz. Komm schon. Oh, Mann. Schleuderst nicht mal zurück, du Assi. Sind wir hier aufladen? Nice. Was haben wir hier? Oh, Sternstab. War noch nie einmal down gegangen. Ah, Norfair ist wieder da. Ein Item, Lichtschwert brauche ich eigentlich nicht. Ah, wohl. Warum nicht? Ach, hier war ich doch schon. Das war nur so ein Bonusraum. Oh, Wutan. Oh, aber hier kann man nicht down gehen. Nice. Hier kriegt man nur Prozente. Du fühlst dich geil, was? Du fühlst dich geil, was? Oh, tschüss, Mann. Hä? Hallo. Ach so. Toll, alles umsonst. Ach, hier gibt es wahrscheinlich mal zwei Räume und ein Raum ist so ein Boss, also so ein Gegnerraum, so ein Fake. Die regen mich auch auf, aber die sind nicht so die stärksten Gegner, aber trotzdem. Sollte man sie nicht unterschätzen. Ah, Reason Primate. Komm, ey. Was willst du? Idiot. Nein, das ist eine Bombe. Bombe. Bam! Und bei Bob Omb. Oh, yes. Ach so, hiermit müssen wir hoch. Was gibt's hier? Bam, 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 bam. Erster Dev. Boah, die sind so krass, wenn man 4% hat. Richtig stark. Und jetzt bin ich Pikachu, ich kann in den Abgrund springen, aber ich mach's trotzdem nicht. Ich kann ja auch gute Items finden. Aber mit Pikachu, ja. So haben wir's. Ja. Ist eh egal, mit Pikachu kann ich eh nichts ja erreichen. Also, mit Pikachu kann ich, glaube ich, am schlechtesten spielen. Mit Meta Knight. Meta Knight, Pikachu. Geht gar nicht. Bei mir.
Aber Pikachu kann man richtig gut spielen, aber ich kann es halt nicht. Und Kavuz. Rob! Rob gefangen! Als Statue immer. Oh, wie viele geben sie mir denn hier? Hm. Achso, das ist das Ende. Ja, dann habe ich es doch ganz gut hingekriegt. Außer ich fail eben mit Pikachu, ist egal. Oh, hi. Hi. Oh. Hehe. Sind ja einige Superbomben. Chill. Peace. Oh, der guckt ja mal bedrückt. Der tut mir schon fast leid. Stage gemeistert. Sorry. Oh, ich bin immer noch. Ah, nee. Ganz schlimm. Was hier umgeht, dieser Wetterwechsel. Ist ja auch egal. Wir bekommen Glonagragan, Sternzepter, Laser Rob und Metagross Maverick. DK mit was? Und Peach von Super Princess Peach. Das war ja auch ein lustiges Spiel. Naja. Speichern wir und machen noch weiter, weil das ging halt ziemlich schnell. So. Mit der Superbombenfabrik schon wieder? Okay. Yes! Yes! Olima, ey, tschüss! Wenn ich Olima nehmen muss, ne? Irgendwann. Dann spring ich runter. Ich sag euch das. Ich spring runter. Olima nehme ich nicht. Boah, das ist immer das letzte Leben. Ist das gay? Ich nehme mal eine Banane vorsichtshalber mit. Oh. F-Zero-Musik hier. Und tschüss, Mann. Nein, nicht im Panzer. Oh, nee. Hä, hey, ich hab doch abgeblockt. Als ob ich so blöd unterstehen bleibe. Ah, wie ist Maxi-Tomate berechtigt? Weil ich es abgeblockt habe, wie gesagt. Nice, 0%. Ach, kommt. Scheiß Ops. Wartet, den mache ich jetzt so. So einen richtigen Schusswinkel treffen. Yes. Also treffen. Ja, treffen passt eigentlich auch. Finden wollte ich eigentlich. Ja. Boah! Du bist jetzt so fällig, ne? Scheißding. Ja, ich glaube, wenn man der die Glühlampe hatte, kann er gar nichts mehr ausrichten. Stimmt das? Ich glaube ja. Hm, Qual der Wahl, ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für diese Schusswaffe hier. Ach so. Okay. Ach, da wird wohl nichts sein. Ich renne einfach weiter. Kavuz! Großen Spix, die können wir nicht besiegen. Rennen hier weiter. Lade dich schon mal auf und der kriegt es gleich ins Face. Ach nö. Ist das Ding weg? Scheiße, Mann. Und die haben auch Lenkraketen wie Snake, Mann. Puh. Ist abgehen. Och nö, oder? Ich hab die so aufgeladen. So kommt er dann da nicht drauf, ey. Ach, egal. Nee, ist eigentlich nie egal. Obwohl, ich hatte schon genug Prozent, aber ich will nicht Olima nehmen. Wenn ich Olima nehme, dann gebe ich auf. Olima ist so ein Bastard, ey. Kann gar nichts. Ich hab ja letzte paar. Nee. Das war auch eben, oder? Klar. Oh, mein Gedächtnis. Hab ich doch gesagt. Mit Pikachu kann ich gar nicht umgehen, aber mit Olima, das ist wirklich unterste Stufe. Und Doggy sackt hier. Ich kann gegen die Gegner nichts machen. Obwohl. Wenn sie mich mal hier runterkommen lassen, dann schon. So, und wir laden den Schlag auf. Und das Franklin Badge nicht vergessen. Richtig geiles Item. Oh, hier ist eine Tür. Secret Door. Komm schon, Herzcontainer. Ich will einen Herzcontainer. Ah, Maxi-Tomaten. Ja, zwei Maxi-Tomaten entspricht ein Herzcontainer. Nice. Nice und kein Scheiß. Zack, zack, zack. Und raus hier. Raus aus dem Haus. Aufladen. Okay. Boah, tschüss, Mann. Meckling. Wird's besiegt. Von DK. Dem Master of Disaster. Master Kong hier. Also ich finde das geil, dass ich hier mal im Labor mit vernünftigen Char spielen kann. Nicht mit Pikachu und Samus. Ich weiß, dass Samus bestimmt viele hat, Fans hat, aber
Ich kann mit ihm nicht spielen und für mich ist es dann schlecht, wenn man Samus nehmen muss. Ganz einfach. Könnt ihr bestimmt auch verstehen, oder? Warum auch nicht? Komm schon, down. Yes. Oh, das sieht nach einer Schaltertür aus. Ist wahrscheinlich mit Schaltern versiegelt. Okay. Hier geht's hoch, aber auch runter. Hier sind die Dominsels. Ja. Jo, hier ist der rote Schalter. N1. Yes. Runter hier. So, jetzt muss ich nur die zwei anderen Schalter finden. Aber hier sind ja schon zwei. W und hier ist ein Flu. Flu, 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 Flu. Fu, Fu, Fu. Wir müssen aber echt schnell weg. Und der Armritt auch, bitte. Yes, und ein extra Leben. Nice. Haben wir Didi praktisch wieder. Hier geht's weiter. Ich dachte, ach so, hier ist schon der blaue Schalter. Gut, gut. I like that. Bisschen hier. Ach so, die Spicks sind jetzt auch. Nö. Waren da nicht eben zwei Spicks? Bin ich blind? Hm. Ich hab Hallus. Paranoia, ey. Voll die Paranoia schon hier. Hm, schade. Hätte ich gern eingefangen, aber die sind echt schwer einzufangen. So, was mache ich denn mit dir? Am besten die Oman B-Attacke und ihn den Fächer nicht vergessen. Richtig geiles Item, wie schon gesagt. So, jetzt müssen wir durch die Tür gehen können. Yes. Oben sind jetzt Stacheln gekommen, warum auch immer. Oh nee, nein, ich muss den B-Angriff doch aufladen. Down. Hä, nicht down? Nice. Ich hab gedacht, ich hab jetzt verloren. Granatrop hat auch kassiert. Weil der andere Rob in ihn reingeflogen ist. Oh, da ist ja Feuer. Scheiße. Down. Ah, DK macht auch hier viele gute Sachen. Oh. Und Bob Omb. Nicht zu nah rangehen. Tschüss, Mann. Wo muss ich lang? That's a question. Bum, bum. Ich gucke erstmal hier, was hier oben gibt. Ah, da ist ein Schalter. So kommen wir wahrscheinlich weiter. Oh, ein Granatrop. Hier ist noch ein Schalter. Was bewirkt der? Also ein bisschen hier fressen. Wo das sind auch bei so viel Prozent nicht mehr viel bringt, aber egal. Ach so. Na, egal. Oh, 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 oh. Ah, down. Scheiße. Captain Kirken. Heißt zwar Captain Falcon, aber eigentlich früher bei allen Super Smash Bros. Auf L64 hat er immer so gemacht und dann habe ich immer Captain Kirken gesagt, da war ich so ganz klein. Ja, egal. Dafür gibt's jetzt einen Film. Punch! Falcon! Punch! In your face! Wie mache ich den Falcon Kick nochmal? Ah! Also habe ich da früher immer zu gesagt, Hoppenkehr. Ah, oh, früher habe ich das immer so geil gesagt. Nein. Falcon Kick. Falcon Punch! Und jetzt können wir hier durch. Schnell beeil dich, Captain Falcon. Kurier Falcon. So, was war der? Ah, der Angriff war auch geil, ne? Yes, der war richtig geil. So auf den Gegner zustürmen und dann so Kinnhaken. Richtig episch. Und tschüss, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, muss ich jetzt mit Wandsprung arbeiten oder was? Ich verstehe es jetzt nicht. Ach so, ist jetzt hier einfach nur ein kleines Battle hier. Nice. Muss ich denn hin? Ach, nach oben geht's. Auf in die Luft. Hier brauche ich wieder einen Key. Der Key. Muss ich mich hier nach unten arbeiten oder was? Falcon Kick! Ah, kommt schon wieder ein Ballau, Riesenballau, Voltoball. Oder Elektroball. Ballau, aller Elektroball wird besiegt. Obwohl, die haben ja beide eigentlich kein Einauge. Voll die Zyklopen. Zwirklop, Elektroball, Kombination. Ja, Uli war der Beste vom ganzen Spiel. Ich würde es am liebsten rausrennen, wenn ich nicht so wenig Leben nur übrig hätte. Boah, ey, ich hasse dich, Olimo. Du bist so ein Drecksnoob, ey. Geh nach Hause, ohne Spaß. Ach, hier ist der Schlüssel versteckt gewesen. Ja, toll. Jetzt einer sagt, Olimo ist geil, ne? Boah.
Die Kay rastet aus. Ah, jetzt treffen die sie West auch. Muss ich nicht Samus mehr nehmen. Nice! Gendorf. War nur der Geist irgendwie. Boah, nicht alle Superbomben zünden. Ah, er will die irgendwie aufhalten oder so. Er scheint irgendwie vom Guten besessen zu sein. Aber Gendorf kontrolliert sie jetzt auf einmal. Stop that, please. No, go on, my rubs. Nein, hört auf. Hört auf, mein Verbündeten. Nein, nein, tötet mich. Nein, er wollte doch für die gute Seite kämpfen. Der arme, uralte Minister. Oh, der tut mir jetzt aber leid. Er hat sich doch für uns jetzt eingesetzt. Er wollte vielleicht gar nichts Böses. Doch nun muss er von uns gehen. Boah, ist echt traurig, finde ich. Das finde ich richtig traurig gerade. Ganz ehrlich. Wenn die Auroros-Assis kommen. Aber mal ganz ehrlich, oder? Oh nein, der Arme. Er killt noch die Auroros für uns. Was? Der uralte Minister ist auch ein Rob. Ah. Okay. Aber ich nehme Rob nicht, weil ich Rob nicht mag. Aber uralte Minister, nice. Captain Falcon. Jetzt bin ich schwer am Überlegen. Rob oder? Ja, ich glaube, ich nehme Samus. Der uralte Minister ist ein Rob. Darum hat er auch immer so die Augen gehabt, aber... Der war dieser Rob ein lieber Rob im Prinzip. Nice. Boah, lass mich doch mal die Bananen niederlegen. Ohne Bananen geht hier gar nichts. Karate Kick natürlich. In your face. Oh oh, Explosionskiste. Die kann das Ende immer bringen. Aber abgeblockt, abgeblockt. Ja. Wum Primate overpowered und die Kacknoobs hier wieder Kackpoon. Poon. Poon der Boon. Down. Auroros down, den schmeiß ich noch in die Lüfte. Fly, fly with me, baby. Ach komm schon, Spast. Hä, die Boons, die können doch gar nichts. Ah, okay. Oh, nice Kombination. Guys, muss ich euch mal loben, ausnahmsweise. Wo ist der Wum Primate? Ach, der ist raus aus dem Bild. Nein, Flu, 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 fuck you, fuck you, fuck you, Assad, Bastard, boah, ich will jetzt die Metalbox, yes, jetzt fliege ich hier nicht raus, für eine kurze Zeit, oh yeah, das ist geil, oh man, wenn ich die jetzt mit die ownen würde, wäre das sowas von episch. Oh ja, yeah, oh yes, das wäre so geil. Oh oh, oh oh, oh oh, Explosionskiste. Ja, down, scheiße. Aber was sollte ich machen? Ich konnte keinen Karate-Kick ausführen, weil da wäre Explosionskiste. Ihr seid doch geistbehindert. Aber sie haben sie in Luft gejagt, wo ich in Luft war. Oh, was ist das denn für ein schlechter Satz? Und ja, sie haben ihr eigenes Grab geschaufelt. Bam! Oh oh, oh oh. Den kann man nicht fangen, oder? Nee. Schade. Jetzt kommen da wieder diese Assis da raus, ne, yes. Och, mit DK gehen die aber. Sonst hatte ich hier mehr Probleme. Ne? Boah, zwei davon, ey, ist das so asozial. Nee, die kann man echt nicht einfangen. Schade. Oder kann man die einfangen? Schreibt's in die Kommis, sagt mir, wie es geht. Boah! Oh, ist das krank. Aber ich glaube, es sind die letzte und das werde ich ja jetzt wohl mit Samus schaffen, hoffe ich. Ja, mit Samus und Captain Falcon. Captain Falcon! Punch! Oh nee! Der Punch dauert zu lange aufzuladen. Die ownen mich noch. Die ownen mich weg. Scheiße, Mann! Das schaffe ich nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Wie soll ich das mit Samus. Wie die keinen Schaden nehmen, ey? Tschüss. Aufladen, so mache ich die jetzt. Der eine ist blockiert, habe ich nur einen Gegner hier. Kommt. Geh auch mal down, du Spast. Ja, mit Samus gehen sie ganz gut. Jetzt kommt der nächste. Der nächste, bitte. Mhm.
immer da, nur da kann man ihn, glaube ich, Schaden mal. Und dann gehen die auch ganz gut weg. Nice, Samus ist der Overkiller hier gegen diese Gegner. Puh, Falcon hat schlechte Arbeit geleistet, also Captain Falcon. Aber Samus dafür, schockt die Seele. Decay in Rage Mode, Raserei. Was passiert jetzt? Hört auf damit, hört auf damit! Analyse. Wir müssen weg hier. Der Scheiß fliegt in die Luft. Didi natürlich wieder. DK, Captain Falcon und Samus, weil er diesmal richtig abging. Nice! Was? Noch eine Welt? Da kommt die Ridley-Musik, kommt Ridley zurück. Das ist, glaube ich, sogar Meta-Ridley-Musik. Oh, jetzt Meta-Ridley kommt, ne, Leute? Dann kotzt sich. Boah, bloß nicht zu weit runter. Ich darf den Didi nicht verlieren hier. Besten Char für mich. Boah, ey. Ouvrez-moi. Was? Nein! Nein! Ja, down. Oder? Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Oh yes, geil gerettet. Daumen hoch für diese Rettungsaktion. Wie habe ich mich da noch retten können? Mit Skill, mit Diddy Kong. Nein, Spaß. Oh, oh, hier ist Präzision gefragt. Am besten, man bleibt mit in der Mitte hier, ganz mittig. Das ist schlau sein, kann man nicht hier wieder flexibel handeln. Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Da runter oder was? Ach so. Die wollen mich nach oben transportieren. Das will ich aber nicht. Oh, 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 oh. Das Schlimme ist, dass die jetzt kombinieren. Der eine schmeißt mich zu der anderen. Aber macht nichts. Wir haben es geschafft. Nee, natürlich noch nicht ganz, aber... Boah, es ist asozial. Was geht hier ab? Ich lass mich mal ganz runter... Boah, ey Leute, unschaffbar. Alter, jetzt mit dem dicken Donkey. Jetzt verliere ich Donkey hierbei. Scheiße. Nur wegen diesen... Ich hasse diese Kugeln. Diese elektrischen Kugeln. Ich lade mich mal auf. Könnte vom Vorteil sein. Denn der kriegt jetzt einen Punch in his face. Punch in his face. Och nö, jetzt ist der umsonst aufgeladen worden. Aber hier ist ein Herzcontainer, den braucht. Oh ne. Yes. Geschafft. Herzcontainer. Nice. Nice. Das brauche ich gar nicht zerstören, das Portal. Die Minen sind mal überhaupt kein Damage. Freut mich auch. Und schnell hier durch. Boah, es geht hier richtig ab nochmal. Was geht hier ab? Boah, zwei Herzcontainer. Hier gibt's einen Boss. Hier sind die umsonst zwei Herzcontainer. Und ich hab Didi verloren. Und, aber Didi ist eh nicht so der Bosskiller, also kann ich chillen. Come on! Oh! Der Jet! Ich kenne mich mit der F-Zero-Reihe nicht aus, sowas vom Big Blue, der Jet. Wo man startet. Jo, ich hab's gewusst. Meta Ridley! Hat man eben schon der Musik gehört. Weiß gar nicht, wie man Meta Ridley nochmal besiegt. Ist ja anders als der normale Ridley. Ich glaube, hier nehme ich die Decay zuerst, danach Captain Falcon. Diddy Kong. Sam ist wegen seinen Geschossen. Ich hätte Rob noch mitnehmen sollen, anstatt Captain Falcon. Jetzt ist egal. Was, der ist auf Zeit? Oder muss ich nur durchhalten? Ich glaube, ich muss nur durchhalten, oder? Nee, muss der echt in diesem Zeitlimit besiegen. Scheiße, dann kann ich nicht taktieren. Hätte ich das eh nicht machen müssen. Jetzt brauche ich richtig harten Damage. Jetzt hätte ich das eh nicht so machen können, wie ich wollte hier mit den Schusswaffen. Also von... Ah, der macht das Mobil immer. Der macht Schaden am Mobil, mich zu nerven, aber hält jetzt nicht sonderlich viel aus, weil, aber es liegt auch an Decay, weil Decay halt viel Schaden macht. Er ähnelt natürlich den normalen Ridley. Nur er ärgert hier nur unseren schönen Jet hier. Unser schönes Mobil. Oh nee, ey. Down war klar. Hard Mode. Richtig Schaden bekommen. Falcon Punch! Oh, daneben, ey. Aber er macht auch so genug Schaden, also ist nicht schlecht. Falcon Punch, na gut, in die falsche Richtung. Sollte ich die Schusswaffe an mich nehmen?
Macht mir nicht genug Schaden. Oh, scheiße. Boah, der ab geht zuletzt. Der Meta Ridley. Aber Diddy Kong macht's jetzt. Da bin ich mir sicher. Diddy macht das. Mit seiner Erdnusskanone. Und den Baseballschläger noch in his hands. Das Schicksal liegt in Diddy's Hand. Ja, Diddy hat's gemacht. Yes! Diddy Kong ist Number One! Und tschüss, Mann. Besiegt. 30 Sekunden hatten wir aus. Ziemlich viel. Und der ganze Subraum. Also jetzt kommt ein riesiger Subraum, der alles verschlingt durch die ganze Zeitbombe. Fuck off. Boah, die Situation spitzt sich zu. Die Betrachter. Yoshi, Mario, Marv, Ike, Eisklamas, Lucas, Pokémon Trainer, Pit und Kirby und Link gucken erstaunt auf den großen Subraum. Das Geile ist, dass das ganze Team jetzt zusammen ist, weil der Jetta jetzt auch gelandet ist. Und wir bekommen der Präsident von Pikmin und Kyogre, Nintendo. Tude, Nobelstar, oh yes, von Paper Mario aber auch. Paper Mario 1 ist auch Nobelstar dabei. Erster Stern, den man kriegt. Maskenverkäufer von Zelda Majora's Mask. Ballon Fight, Gegner von Balloon Fight. Teddy, Raumschiff, Solid Snake und Vinci. Okay. Oh, Freunde. Das große Portal hat sich eröffnet. Im nächsten Part betreten wir schon als komplettes Team den Subraum-Emissär. Also da geht's nochmal richtig ab. Also den Subraum-Emissär ist ja Story-Modus, aber trotzdem, der Subraum. Guckt euch diesen riesigen Subraum nochmal an. Da seht ihr, was auf uns zukommt. Da sieht man den schon hinten. Und hier ist der Eingang zum Subraum. Die Schattenwelt erwartet uns. Die Leere erwartet uns. Die Craziness erwartet uns. Pures Chaos im nächsten Part. Bis dann und ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.